Wir gehen mal gucken. Erstmal gehen wir gucken. Nee, wir gehen erst gucken, was der kann. Okay, der hat 24. Wie sieht denn das aus, wenn ich euch drauf schießen lasse? Also er hat kein Schild. Das ist schon mal der einzige Vorteil. Gut. Da oben kommt was. Das ist rot. Das will bestimmt zu uns. Ja, aber ja klar. So. Einmal kurz drehen. Nee, warte, wir fliegen erstmal jetzt hier runter und sammeln den Bums ein hier, den Müll. Richtig gut. Da haben wir auch was liegen lassen, weil mein Inventar ist voll. Das ist Dufte. Dann docken wir jetzt mal an die Zivilstation an. Handeln. Was haben wir? Wir haben einen Laser mit mittlerem Strahl. Den könnten wir eigentlich mal ausladen. Den Müll machen wir kaputt. Materialien lagern wir ein. Das ist auf jeden Fall... So, dann können wir mal gerade gucken, was die für Ausrüstung haben. Aber was schießt denn die hier schon wieder? Könnt ihr das mal lassen? Das stört mich, wenn ich so sitze und versuche... Nee, gut. War ja nur eine Frage, ob ihr das vielleicht irgendwie... Was habe ich denn da für einen? Sag mal, was ist denn da Phase? Ach, ich weiß, was hier los ist. Ich verstehe es. Es sind die Banditen. Was ist da noch los? Was machen dann jetzt hier die ganzen Red Skulls? Das finde ich jetzt wenig appetitlich. Muss das sein? Offensichtlich. Au! Das hätte wirklich nicht sein müssen. Jetzt sind wir ja wieder hier. Was? Oh Leute, ich habe auf den Quatsch doch überhaupt gar keine Lust. Warum klappt das eigentlich alles so gar nicht? Man könnte meinen, das läuft nicht. Man könnte das wirklich meinen, wenn man das so sieht. Ja, jetzt muss ich mich hier alleine mit so Red Skull-Sachen... Ah, der ist aber ganz schön schnell, der Kunde da. Von dem halte ich mich jetzt erstmal fern. Das war mir eben einen Tick zu anstrengend. Ich warp jetzt mal hier rüber, damit das vorwärts geht. Mir geht der ganze Quatsch auch ein klein bisschen auf den Keks, wenn ich ehrlich sein soll. Dass ich ständig hier verkacke. Das ist irgendwie nicht so richtig der... Können wir da... Können wir so tun, als könnten wir was? Gut, wir haben so getan, als könnten wir was. Das finde ich löblich. Gibt es hier eine Station? Prima, dann können wir hier so ein bisschen was von diesem Kram einsammeln. Das ist Müll. Und dann fliegen wir kurz zur Station. Ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, was hier... Ich habe jetzt... Jetzt habe ich völlig einen Durchblick verloren. Ich werde das auf jeden Fall mehr speichern. Zack. Mhm, wir könnten hier den Frieden bewahren. Und hier gibt es was mit... Das machen wir auch mal. Wir haben einen Trümmerfinder 3.0. Ja, ich weiß nicht, ob ich das zwingend brauche. Was habe ich denn? Ich habe 1.0. Okay, dann rüsten wir mal 3.0 aus. Und 1.0 müsste er eigentlich ausgebaut haben. Der müsste jetzt, genau, der ist jetzt hier unten drin. Top. Wirklich top. Dann können wir noch mal ein bisschen... Brauche ich noch irgendwas? Sekunde. Ich mache mal meinen Müll kaputt. Energiezellen sind eigentlich noch genug da. Ich frage mich jetzt gerade, was in meinem Beiboot so drin ist. Ein Gyroskop groß. Der braucht immer noch einen besseren Schildgenerator, weil 90 Schild... So wie ich das gerade bei mir auch sehe, ist halt echt Grütze. Der bräuchte eine Aufwertung bei den Atomgeneratoren. Ich werte da mal auf. Das mache ich mal. Mehr kann ich auch gerade gar nicht. Das ist aber auch nicht schlimm. Wir gucken, ob ich ein besseres Schild kriege. Nein. So irgendwie gar nicht. Okay.
Das ist natürlich wieder mal gar nicht so schön, aber man kann es nicht ändern. Was macht denn so eine Hyperkühlung? Die braucht einen Platz und 12 Energie. Und die benötigt die dauerhafte, wahrscheinlich das dauerhafte Darumtragen von flüssigem Stickstoff. Dann gucken wir mal, hier gibt es eine schwere Vulkan, die macht... Wow. Das ist richtig Grütze. Wir könnten hier noch so eine... Wir könnten uns so eine Kanone reinjuckeln. Ich ändere das mal. Für den... wobei der Strahl ist eigentlich... Das ist eigentlich gar nicht so blöd. Ich lasse das mal so. Dreh mal gerade ein Ründchen hier. Das ist nur Müll. Das war wieder richtig... Das hatte wieder richtig Sinn. Ja, den kann ich nicht alle mitnehmen. Aber jetzt. Gibt's hier noch irgendwas? Ja, ich muss da runter. Alles klar. Ah, das ist das... ich habe, glaube ich, was mit Banditen angenommen, ne? Ich lass die Jungs mal kommen. Die können mich auch noch stützen bei der Geschichte. Ich will ja jetzt ja auch nicht die ganzen Sachen alleine machen. Ich habe die ja nicht angeheuert, damit ich das alleine machen muss. Blauer Kristall, komm, gib mir den. Die Überlegung ist natürlich, dass man... Oh, da ist noch eine Zivilstation. Da ist das Banditenversteck. Moment. Ja, die schießen schon. Ich denke, dass die wegen irgendwas heiß sind. Alter. Ernsthaft? Wollt ihr mitmachen oder... Soll ich den versuchen, alleine zu rösten? Was nichts wird. Naja, wobei. Es war jetzt weniger schwer als erwartet. Aber lag vielleicht auch daran, dass der nah an der Station war. Ich park mal mein Schiff hier gerade und gucke, was die so haben. Ich kann hier ein Pilz. Ja, ich mach das. Komm her, gib mir das. Handeln? Ausrüstung, was habt denn ihr? Habt ihr ein Schiff? Ein Schild. Ja, Schild haben da auch nur so ein Quark. Ich sollte die Materialien einlagern. Kann ich vielleicht was herstellen? Das wäre toll. Moment, wir müssen wenden dann hier hin. Wir könnten es mit Basiskomponenten probieren. Machst du so viel wie geht. Oh wow, ging einer. Das ist episch. Dafür brauche ich veredeltes Metall. Das habe ich, glaube ich, nicht, ne? Ich könnte Aufwärtssets bauen. Wie viele Basiskomponenten sind da? Immerhin 44. Das wäre, da ginge was. Aber was brauche ich? Brauche ich Aufwärtssets? Naja, das wäre schon nicht ganz schlecht. Gibt es dafür eigentlich ein Rezept für veredeltes Metall? Habe ich das zufällig? Ich habe gar nichts. Das wie immer. Ich kann mir Munition für Kanonen selber bauen. Das kann ich. Wir könnten hier was mit den Schiffsaufwertungen machen. Da geht was. Da brauche ich Basiskomponente und ich habe 3 Slots dafür. Ich würde mal gucken, warte mal, ich mach mal hier Energieregeneration. Hier brauche ich fortgeschrittene Komponente. Ich gehe mal gucken, ich konnte sowas. Na, kann ich, tatsächlich. Dafür brauche ich aber 2 Kobalt. Habt ihr hier zufällig Kobalt? Nein. Aber ich werde das jetzt mal, ich werde da was in Erwägung ziehen. Drohne, Rammschaden, kritische Chance, Scanleistung. Wir bauen mal, ich stelle mal das her. Das könnte ich machen, das würde gehen. Trefferpunkte plus 150. Ich weiß nicht. Ich bin die Crew-Effizienz. Was hilft mir da? Weiß ich nicht, ob mir das was hilft. Wir könnten das mit den Flottenschiffen machen. Kritische Chance, extra Schaden, 20%. Ey, komm her. Das mache ich mal. Und dann donner ich mir selber noch hier das mit dem Schild ran. Und dann ist erstmal schön. Kann ich auch hier, geht auch, ne? Dem stelle ich auch erstmal so eine Schildverbesserung her. Und dann hat sich das erledigt. Alles klar. Ah, wir können da hoch. Das kann ich aber auch alleine. Da brauche ich die 2 nicht für.
Was kriege ich denn hier? Eine Kanone schwer. Ja, komm her. Ich wähle mal hier so ein paar Quests an. Das sind ja alles höher gelegene. Hm? Machen wir einfach mal. Die Kanone, die werde ich ausladen. Erstmal. Dann werden wir uns mal hier... Was ist jetzt da unten Phase? Benötigt Terminierung von Person Boss? Nein, das will ich nicht. Wir gehen hier rüber. Okay. Dann holen wir unsere Jungs ran. Der hat immer noch ein Schild von... Ah, der lädt sich was auf. Oha, das ist aber... Hier ist ein bisschen mehr Raum. Ich sollte doch hier zwei... Weiß ich auch nicht. Ich fliege mal hier runter zu dem einen und dann zu der Station. Und dann gucken wir mal, was hier so los ist. Ich habe schon mal ein Sprungtor. Das ist schon mal echt ein Träumchen. Oh, das ist auch noch so ein Red Skull. Der wird sogar gleich sauer, wenn ich ihm zu nahe komme. Okay. Der war jetzt nicht so ein Profi. Was haben wir denn hier? Eine Batterie riesig, ein Seitenantrieb MK2 und ich könnte einen Drohnenverstärker. Ja, hier bewahren wir doch mal einen Frieden. Was habe ich denn für einen Seitenantrieb? Ich habe einen ganz normalen, der braucht einen Platz und der braucht bestimmt... Oh, der braucht auch noch einen Platz. Ich weiß nicht, ob man das zwingend braucht, so einen Seitenantrieb. Keine Ahnung. Falls das irgendwer mit Plan guckt, ne, der sich da auskennt, der könnte mir das ja vielleicht mitteilen. Ob man so einen Seitenantrieb zwingend braucht. Wir könnten mal bei der Ausrüstung gucken, ob die einen besseren Schildgenerator haben. Die haben einen, der ist schwer. Das ist schon mal toll. Den würde ich kaufen. Und dann würden wir mal ganz kurz hier in den Hangar... Warte mal, ich muss den aber auch ausladen. Neu einbauen. Und zwar Schildgenerator MK2 kann raus. Den kannst du ausladen. Und wir machen den Schildgenerator schwer MK2 rein. Und dann hat er schon mal ein bisschen mehr Schild. Ich kann... Da können wir die Änderungen mal kurz beenden. Ich würde gerne was herstellen, und zwar die Aufwertungssets. Brauche ich Mikrochips für? Okay, wir gucken, ob es hier Mikrochips gibt. Da kaufe ich mal... Was kann ich denn kaufen? Ich kaufe einfach mal 20 Stück. Da hat er welche in die Station geladen und welche... Das ist okay. Was denn jetzt? Ein uraltes Relikt. Das müsste ich mir eigentlich holen. Ne? Und so. Uraltes Relikt. Danke. Und dann hier haben wir noch Müll. Den nehme ich auch mit. Und dann gehen wir wieder hier in die Station. Ich muss dem ja noch die... Ich würde dem gerne noch das Schild aufwerten. Hangar. Nee. Das Schild. Aufwerten. Danke. Das war super. Wirklich toll. Der hat auch keine Schubdüse, ne? Kein Schubzeug. Habe ich das nicht irgendwie mal gekauft gehabt? Habe ich ihm das schon... Nee, habe ich ihm nicht eingebaut. Ah, ich bin zwischendrin, glaube ich, gestorben, ne? Das hat dann dafür gesorgt, dass es nicht mehr da ist. Wahrscheinlich. Schubverstärker. Oh, wir hätten noch einen, der MK2 ist. Ich würde den mal gerade kaufen. Hat er den jetzt hier unten reingemacht? Oder hat er den jetzt im Schiff? Den hat er im Schiff. Lad den mal aus und beende das mal. Was habe ich denn da für einen? Schubverstärker habe ich auch nur den ganz normalen. Ausbauen. Ich rüste mir den mal aus. Der kann 23. Meiner kann 12. Den können wir dann ausladen. Dann können wir den Schubverstärker aber vielleicht nochmal kaufen. Das hat super geklappt. Neueinbau. Schubverstärker. Ausrüsten. So, der hat jetzt auch einen. Ändern. Bäm. Material einlagern. Wir könnten den Müll kurz durchsuchen. Habt ihr Waren, die ich mitnehmen könnte? Ja, ihr hättet Sachen.
sowas wie Gallium. Und Früchte habt ihr auch, aber ich habe nicht genug Platz wahrscheinlich, ne? Da ist die Frage, wie viel Alkohol brauche ich denn? Na, okay. Oh, bitte lass es nicht so viele Früchte sein. Es sind reichlich Früchte. Mhm. Alle verkaufen. Ich habe ein bisschen... Ich hab ein bisschen das Gefühl, ich werde hier verarscht. Das ist... Ich lasse das jetzt so. Muss ich hier noch irgendwo hin? Ich muss noch da hoch. Warum muss ich denn da hoch? Was ist denn da oben los? Ach, da ist ja hier die Piraten bestimmt, ne? Ich hole mal meine Söldner. Und meine Walter Davis-Gruppe. Aber wir speichern hier kurz am Sprungtor, bevor ich das wieder vergesse. Und mich wieder ärgere, weil ich bei den Piraten, bei den Banditen total versagt habe. Nicht, dass ich das erwarten würde, aber dass ich erwarte das irgendwie. Irgendwas schießt doch da schon. Schießt das auf mich? Hat das schon wieder Bock? So, hier. Ich und meine Grützwürste sind da. Bam. Haha. Das ging besser als gedacht. Das hat aber... Warum sammle ich denn das nicht ein? Aber mein Inventar ist voll, ne? Kann ich das irgendwie... Ich weiß auch gar nicht, ob ich den anderen das zuweisen kann, dass die... Aber ich muss ja sowieso zurückfliegen, weil ich muss ja das Quest auch abgeben. Kurz zurückfliegen. Dann kommen wir nochmal am Sprungtor vorbei. Da speichere ich nochmal fix. 3, 4, 5, 6 Mal. Und dann? Was denn? Ich bin doch hier, was willst du denn? Hör auf zu heulen. Die. Dann docken wir hier an. Was kriege ich denn? Laserverbesserter Strahl. Aha. Ich weiß nicht. Handelsregister 3.0 mit 3% Rabatt, das nehme ich. Es gibt nochmal Bewahre den Frieden. Die wollen auch Lieferungen. Hangar. Ausrüsten. Handelsregister, das ist supi. Oh, wo muss ich jetzt hin? Jetzt muss ich da hoch. Es wird immer schlimmer. Die Wege werden weiter. Speichern. Ja, hol Paolo und... Geld gibt es irgendwie auch keins mehr, ne? Mit Geld ist auch vorbei. Ich hatte eigentlich vor, mir ein größeres Schiff zu organisieren, damit das mein zweites Gerät wird. Und ich bin da ganz ehrlich, ich überlege mir da diesen Kram von den PMCs zu kaufen. Der hat Platz. Oh, wir schießen schon. Ich flieg mal weiter, weil Walter Davis ist schon vorgeflogen. Der ist auch schon tot. Walter hat's erlegt. Wir machen jetzt erstmal den mit den Drohnen, denke ich. Jawohl. Und dann... Wie kommt denn das dazu, dass ich keine Energie mehr habe? Warum? Ach, da sind auch Red Skulls. Das ist ja toll. Warum habe ich denn nicht genug Energie? Warum? Das ist mir nicht klar, warum meine Energieregenerationsrate so schlecht ist. Ich brauche vielleicht... Habe ich irgendwas eingebaut? Ah, ja, ich habe den anderen Seitenantrieb eingebaut, ne? Ich muss ja bestimmt sowieso wieder da runter, ja, muss ich? Ich habe den anderen Seitenantrieb eingebaut, das ist es. Wahrscheinlich wird es das sein, was die Grundlage des Problems ist. Ja, wir können Walter erstmal zurückholen. Der muss ich ja... auch reparieren. Tatsache, das scheint ein Problem zu sein. Wir könnten natürlich hier vielleicht die Schilder einfach auf normal stellen, aber das macht auch nur 10. Das saugt trotzdem mein Energiehaushalt leer. Finde ich jetzt nicht so gut. Oh, hat's Walter gerissen eigentlich? Den hatte ich ja schon wieder hergeholt. In der schönen Hoffnung, dass ich da mit dem... Ja, er ist tatsächlich explodiert. Das ist ja gar nicht cool. Warte mal. Wir fliegen jetzt hier hoch zu den Jungs.
holen unsere Trollos. Warum jetzt hier ein Red Skull rumfliegt, weiß ich allerdings nicht. Und das viel größere Problem ist, dass ich meine Energie mangel. Warum habe ich denn das... Warum geht denn das so schnell runter? Ich muss mal... Oh, warum sind denn hier so viele Red Skulls? Was soll das denn? Ich habe keine Energie, Freunde. Das ist echt ein Problem. Gut, ich bin zu langsam. Ich werde mich um den hier kümmern. Prima. Können wir jetzt nach Hause? Also ich würde kurz zur Station zurück wollen. Ich würde gerne herausfinden, warum meine Energie so schwach ist. Ja, das hat wahrscheinlich... Ja, ich habe doch zwei... Ah ja, gut, okay, der... Ich werte den mal auf. Das war bestimmt jetzt der... Ja, das war klar, was das zur Folge hat. Ja, das hat was mit den ganzen Geräten zu tun, die ich da eingebaut habe, höchstwahrscheinlich. Ich kriege aber auch kein weiteres mehr rein. Mein Ding ist voll. Oh, wie ist es jetzt, wenn ich jetzt schieße? Jetzt geht's wieder. Alles klar. Warum hat er schon wieder eine Rakete losgejagt? Was ist denn jetzt kaputt? Warum ist denn das hier so laut? Hier, geh mal weg da mit deinem Quatsch. Warum sind hier eigentlich so viele Red Skulls unterwegs? Was soll der Quark? Ich würde ungern den Händler antützen. Könnten wir drüber reden, dass wir den jetzt hier... Ich will den killen, da kenne ich nichts. Sekunde, der hat auch noch Aktien im Rennen. So, sind meine Jungs noch fit für einen Kampf gegen die Piraten da, die Banditen? Das sieht derb danach aus. Ich bräuchte vielleicht noch mal ein paar Aufwertgeräte für Lila, damit ich meine Atomreaktoren dahingehend trimmen kann. Die Problematik ist ja, die ist ja schon da, ne? Dass man hier... Sind meine Jungs am Start? Hier, ich hab dem schon die Schilde weggelötet. Hier, das ist der mit den Dingern. Ich hab heiß. Bei mir ist nichts mehr drin. Nur Basiskomponenten, das wäre ein Traum, aber mein Frachtraum ist leider randvoll. Jetzt können wir schon wieder zurückrammeln. Das ist auch traurig. Ich wollte gerade mal fragen, ob die was einsammeln können. Ich bin mir aber unsicher, was die Sache an sich angeht. Ich sollte auch vielleicht nicht weiter Quests annehmen. Das wäre vielleicht bei der Menge an Quests, die ich sowieso schon offen habe, vielleicht ganz clever, wenn man es dann... Aber das ist nur so ein... Ist nur ein beiläufiges Thema. Was haben wir hier? Navigationsgerät 3.0. Okay, was haben wir hier? Ein Scanner Thorium. Und hier haben wir einen Schildgenerator Schwer. MK2. Nicht, dass ich den eben erst gekauft habe. Oh, hey. Aber das braucht alles. Naja, ich nehme einfach das, weil, wie gesagt, ausrüsten, ja. Raketenwerfer Salve. Kannst du mal verschrotten. Und das Eisen, das verkaufe ich, weil ich nicht weiß. Hier ist jetzt nichts mehr, ne? Wir müssten jetzt hier hin. Die bräuchten das Gallium und 13 blaue Kristalle und den Alkohol. Okay. Ich bringe das schnell weg. Dann werde ich ein bisschen was im Inventar los. Das finde ich persönlich ganz gut. Aufgeladener Laser oder ein Trümmerscanner 3.0. Es gibt noch mehr. Impulsantrieb schwer MK2. Na klar. Warum auch nicht? Turbo-Flux-Raffinerie. Auch schön. Und noch ein Ionenstrahl. Weiß ich jetzt alles nicht irgendwie. Ich nehme mal das.
Ja, den kannst du ausladen. Und den Trümmerscanner, weiß ich auch nicht, den kannst du auch ausladen. Muss ich jetzt auch noch da runter? Ich muss auch noch da runter. Zeig mal gerade, was ist denn mit meinen Energie... Ja, ist noch genug.